nicht. Ja, ich habe gerade einen anderen Baum erobert für mich. Okay. Der ist noch näher dran an deinem Ding. Ja, ist nice. Runter. Nein! Michi, mach keinen Scheiß. Ja, ist okay. Ich muss aber langsam was essen, ne? Ich habe nur noch 15. Wo sind denn die Chitinpanzer? Na, Chitinpanzer sind diese sehr großen Käfer, die wir immer gekillt haben, aber ich glaube. Die sind hier. Sind hier auch welche? Oh. Ja. Die sind auf Ameisen. Ja, lass die killen, wie gesagt. Hammer. Hä? Wieso hast du das Schwert? Ich dachte, du hast dir den Hammer gemacht. Hab ich auch. Naja. Wie gesagt, der Hammer ist mega, mega stark. Schau mal kurz, ich baue gerade Mond ab. Ah ja, schon Mond. Egal, ist egal. Ja, Mond gibt's hier überall. Scheiß drauf, ich habe jetzt nur eins abgebaut. Nice. Ist der geiler Hammer oder nicht? Hier Honig können wir ja auf dem Boden. Ist nicht gemeint, du weißt, dass die Viecher hier unten sind? Ja, eigentlich sind die auch. Oder war es noch hell? Was meinst du? Da war es auch hell. So, naja. Oh, hier, Fackel. Kacke, dass die Rohstoffe runterrollen, ey, das ist so nervig. Honig wäre noch wichtig. Die Best für die Dingens. Warte mal, was, wenn ich die gedrückt halte, dann passiert was? Dann sammelt er das alles ein, was auf dem Boden ist. Ja. Okay. Bist du klar? Ich bin tot. Was? Du bist tot? Wie tot? Nee, gleich. Gleich bin ich tot. Oh, scheiße, scheiße. Falsche Waffe. Hast du keine Verbände? Nee. Oh mein Gott. Ich, aber Hauptsache Haus bauen wieder. Nein. Ja, ich hier regeneriere automatisch. Ja, wo bist du schon wieder? Hier. Da. Ja, ich weiß nicht, kann das sein, dass sie nur einen tagsüber spawnen? Nee. Weiß es nicht. Lass einfach hier kurz runter. Wo ich gerade bin. Und dann können wir mal gucken. Als ich hochgelaufen bin von meinem, nicht von meinem Baum, sondern vom Ältesten da, habe ich halt welche gesehen, also sehr viele sogar. Was da, denn da sind sie doch. Da sind ja, sie doch. Ja, noch einer. Oh, jetzt sieht's aber ganz gar nicht rosig aus. Hä? Käferbrust habe ich bekommen. Habe ich eingesammelt, ja. Käferherz? Hast du Chitin bekommen? 4 Stück habe ich. 4? Ja. Nice, wir brauchen noch 2. Also wir brauchen allgemein noch mehr Chitin auch für andere Sachen, aber wir brauchen ja Chitin zum Beispiel, um diese Bienenrüstung zu machen. Mhm. Aber Hauptsache, wir haben ja erstmal dieses Beil, weil dann können wir ohne Problem abbauen. Also alle das Beil, damit wir wirklich auch alles abbauen können. So, lass mal noch einen Käfer finden. Oder suchen, wie auch immer. Okay, das sind beschissene Ameisen schon wieder. Ich hab noch mein Leben. Also
verwende? Ja, klar. Warte. Ja, danke. Bitte. So, wird ja langsam hell, brauchen wir das hier nicht mehr. Ist schon wieder Ameisen, keine Lust auf Ameisen. Wo sind denn hier diese beschissenen Viecher, die wir brauchen? Oh, was ist mit diesen Riesenpilzen? Stimmt, wollten wir sowieso mal nachgucken, was die bringen. Stimmt. Hinter uns, rote Ameise. Was die killen, die Plot. Wir viertel Leben weg mit einem Rechtsklick. Nice. Warum gönnst du die Faser nicht? Wo? Hä? Roggen? Kannst du auch mit deinem normalen Ball abbauen. Hier, das Vieh. Haben wir gesucht. Vergiss nicht, dass du ausweichen kannst mit Steuerung, ne? Also es funktioniert schon ziemlich gut. Die Rolle ist zwar versetzt, aber... Nice. Jetzt haben wir genug Shit hier. Ich habe gerade zwei... Du hast gesagt, du hast vier, ne? Also im Inventar gerade. Ja, ich habe vier. Okay, nice. So kann ich diesen oh, was? Oh, ist das kacke. Ich dachte, ich kann den abbauen. Schade. Echt? Nee, kann man nicht abbauen. Ja, ich weiß. Siehst du, wenn du in diesem V-Modus bist. Gut, dann lass mal zurück. Kima, kommst du zu uns langsam? Könnt ihr eben zu mir? Hey, wieso das denn? Ich hab da meine Dingens und hier ist so ein Käfer. Ach so, naja, du bist doch bei uns. Ja, also, komm mal her. Beim Baum. Okay, ja, ich komme. Dima, ist das Dima hier? Nein, Dima ist bei unserem Baum fast. Also. Guck mal, hier leuchtet was. Ja. Und lass gucken, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Oh, nice, genießbarer Pilz. Das ist den wir brauchen. Bau mal ab, Michi. Bau mal alles ab. Mach mal. Sehr geil. Du kannst übrigens auch zwei gleich abbauen, wusste ich gar nicht, wenn die nebeneinander sind. Hm. Dass ein Schwung so groß ist. Schmetterling tot? Toter Schmetterling? Boah! Das war einmal Rechtsklick, Alter. Alter. Oh, noch mehr Pilze. Ey, warte, ich muss mir das unbedingt markieren. Oh, Wasser, ganz gefährlich. Ja. Wo sind wir? Hier. Mies Pilz. Ruhe. Okay, Alter. Dachte schon, ich recke hier. Ich auch wieder. Ja gut, dann lass mal zu Dima. Dima wollte ja irgendeine Hilfe haben. Hier sind übelst viele dieser Pilze. Ich habe mir das markiert. Voll geil. Hier sind auch ganz viele. Da wo ich bin. Das ist niemand überhaupt. Also da, naja, zur Richtung unserem Baum. Also nach Norden. Nach Norden, nach Norden. Ja, witzigerweise in diesem, sag ich mal, in diesem Wasser, was halt so niedrig ist, ne? Da wackelt dann das Bild so. Nee, also bei mir, das sieht halt wie eine Schwimmanimation aus. Echt? Das sieht eher so aus, als würde er so unsicher laufen. Keine Ahnung. Ja, ich sehe euch. Ah ja. Was? Ihr müsst da runter. Runter? Wieso? Also den Baum mal da runter, dann passt das. Ja, genau. Ja, oder sind noch mehr Käfer? Hier geht's doch auch. Ja, wie gesagt, Chitin brauchen wir sowieso auch für die Rüstung. Also wir können noch mehr Käfer killen. Let's go. Ja, komm mal ran. Immer, komm mal ran. Ja, komm da. Nice. Sehr gut. Pilze brauchen wir, denke ich mal, erstmal nicht. Also, weil, wie gesagt, wir haben schon übelst viel eingesammelt. Jetzt habe ich 6 Shooting. Nice. So, dann lass mal nach oben, damit ihr hier halt endlich dieses primitives Beil habt. Dann könnt ihr alles abbauen, was ich auch abbauen kann. Let's go. Gut.
Zum Baum, Dima. Dima baut gerade Pilze ab. Wie gesagt, brauchen wir nicht mehr. Also zur Zeit nicht. Ja, das, wir haben da nicht so viele gebraucht. Ja, mein Beil ist eh kaputt. Wir haben da nur zwei oder nee, drei primitive Pilze gebraucht für ein Marienkäfer-Kit. Ich dachte zum Snacken. Nee, nein, zum nicht Snacken. Zum Snacken. Snacken kann man auch alles andere verbrauchen. Die Pilze stellen eh nicht so viel Leben her. Kann man Beeren abbauen und sowas. Da ist noch eine. Nice. So, hier lang, ne? Hä? Wo wollt ihr denn hin? Da geht's, glaube ich, auch. Sachen einsammeln. Nee, ach hier so, ist schon richtig. Ja. Schlossen. Hier doch. Fasern meine ich. Ja, wie gesagt, wir können dann alles hier abbauen. Auch das hier. Mit den primitiven Ball. Deswegen will ich das erstmal herstellen. Und dann können wir uns um Ressourcenmanagement kümmern. Hier rechts, Grisha. Wieso? Ach so. Naja, stimmt. Du hast recht. Wir sind ja jetzt von der anderen Seite. Nee, fuck. Ihr wart schon richtig vorhin. Ich war richtig vorhin, ja. Ja, mein ich. Boah, hier übelst die Phasen direkt hier unten. Obwohl, da könnt ihr eigentlich auch. Ah. Naja, könnte schwierig werden. Nice. Das ist was hier, ne? Da habe ich das jetzt falsch verstanden. Ah, scheiße. In den Pilzen da hoch. Da wo wir untergelaufen sind. Ja, wir sind gerade dabei, aber dieser eine Sprung ist hier jetzt kacke. Oh lol. Hä? Schafft man? Doch, den muss man schaffen, das geht gar nicht anders. Wie geschafft. Hilfe! Ja, ich komme. Ja, aber das ist nicht kaputt. Die ist gleich kaputt. Boah, ich bin gleich down. Ich verstehe nicht. Ich habe diesen Sprung doch schon mal geschafft. Oh mein Gott. Lol, wie hast du? Da drunter am besten. Dann klettert sich. Ich schaff das nicht. Am besten von unter der Kante hochspringen. Wie hast du diesen Sprung geschafft? Unter die Kante stellen und dann hochspringen. Quatsch, du hast doch auch Anlauf genommen. Ja, eigentlich nicht. Geht doch nicht. Hast du gerade gesehen, dass du das anders gemacht hast? Stellt sich halt ein Stückchen vor die Kante und dann, ja. Ja, aber du sprintest doch auch, oder nicht? Ja, dann ist halt quasi fest an der Kante. Dumm, ey. So schlecht gemacht. Hast du geschafft? Ja, hab ich. Und jetzt hoch. Vor deiner Nase. Ja. Oh, scheiße. Hat es geschafft? Ja, klar. Ja. Für mich hier gibt man das Chitin. Habe ich den in die Kiste gepackt. Nice. So, was haben wir jetzt gebraucht? Achso, stopp. Das war hier. Erstmal Marienkäfer Reisekit. 1, 2, 3. So, Dima, hier ist deins.
Michi, komm ran. Hier. Was kann ich damit? Wir können Marienkäfer ziehen, gleich als Mount. So, und jetzt? Saatenöl. Und wir machen jetzt für euch hier. Was wollten wir machen? War das hier? Ja, primitives Beil. Harz brauche ich. Harz haben wir hier eigentlich. Ja. So, primitives Beil einmal. Zweimal. So, Dima, hier eins für dich. Oh, scheiße, ich habe schon wieder falsch gedrückt. Und Michi. Hier. So, jetzt habt ihr das Beil, mit dem ihr alles abbauen könnt. Immer das liegt auf dem Boden vor dir, ne? Ne, das Holzbeil würde ich aber nicht weglegen, oder? Das ist kaputt. Das Holzbeil. Ja, aber leg das nicht hier oben hin, sondern leg es irgendwo unten hin. Ich weiß halt gar nicht, ob man das Holzbeil überhaupt noch brauchen wird. Weil ich glaube, mit dem primitiven Beil kann man dann alles machen. Ja. So, das muss ich noch kurz reparieren. Hä? Das habe ich nicht genug. Achso, Stein habe ich nicht genug. Hier, Stein haben wir auch in der Gemeinschaftskiste. So, jetzt, Dima braucht noch einen Steinhammer, ne? Mhm. Steinhammer, was brauchen wir für verfeinertes Holz? So, jetzt haben wir es hier, Dima. Oh, nee, stopp, das ist falsch. Wo ist er denn? Hä? Ach, hier. Genau, da kannst du dann das Schwert loswerden, also halt unten. Einfach irgendwo auf den Boden werfen. Das Ding ist besser als das Schwert. Was noch? Warte. Ja, jetzt müssen wir halt rauskriegen, wo wir Feuersteine herkriegen, weil das ist das nächste, was wir brauchen. Weil da können wir ein Feuersteinschwert herstellen, was 16 bis 22 Schaden hat. Dann eine Spitzhacke, die halt besser Steine abbaut. Und halt noch ein Feuersteinbeil, was halt noch besser ist als das primitives Beil, was wir jetzt haben. Und halt, wir können noch zwei Gebäude damit bauen. Also nicht Gebäude, sondern Quatsch, was ist das? Ich bin scheiße. Zwei Dings Stationen, sag ich mal. Apothekertisch können wir dann bauen und Gerberei. Und mit Gerberei können wir dann Stoffe herstellen und sowas. Und wir müssen irgendwie rauskriegen, wo wir Rinde herkriegen. Kein Plan. Bisher, wo man den Scheiß herkriegt. Hier im Kessel könnt ihr übrigens Früchte verarbeiten. Da könnt ihr Erdbeermarmelade machen. Das stellt, glaube ich, sehr viel Leben her. Warte, ich probiere das mal gleich aus. Naja, stimmt. Nektar braucht man dafür. Hier, Nektar. Gras für Ballereien, okay. Erdbeermarmelade. Warte mal, wofür habe ich den Pilz vorhin gebraucht? Weißt du das noch, Michi? Das ist eine sehr gute Frage, da habe ich wahrscheinlich nicht zugehört. Im Moment. Ne, keine Ahnung. Baut sich mal, Dima und Michi, holt euch mal bitte Heilpflaster, bevor wir wieder runtergehen. So, Zitin. Warte. Wenn wir die Rüstung nur bei ihr abmachen, dieser. Ah, ne. Da, königliche. Hey, was ist dieser Steinrüstung? Wieso wird die bei mir hier nicht angezeigt? Ich glaube, die Steinrüstung können wir nur bei ihm machen. Okay. Oder warte mal. Oder warte mal. Warte. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Also hier gibt gepolstert leicht und egal. Okay.
Ima, hast du noch Chitin? Ne? Ne. Hat jemand Fasern? Fasern? So, normale aber Fasern. Auch diese Pfeife, ne? Welche Pfeife? Was meinst du? Für die Marienkäfer oder nicht? Welche Pfeife? Die Tierpfeife. Nee, das ist ja, wenn wir den schon gezähmt haben. Ja. Also ja, brauchen wir auch. Aber ich glaube, das braucht man nachdem man schon gezähmt hat. Und die, was ist das, Fasern und Holz? Nee, wir haben ja kaum was gesammelt, Michi. Ich wollte ja das erstmal, dass wir das Beil für euch herstellen. Lasst nach unten und Fasern sammeln. Oh, das sieht doch schlecht, sieht doch gut aus. Nice. Ja, was ist denn? Hä? Wie hast du da Flaschen hingemacht da oben? Das ist irgendwie automatisch dabei. Das sind quasi Schornsteine. Aber das habe ich zuerst gar nicht gesehen, also. Wie automatisch, raff ich nicht. Ja, es gibt einmal welche mit, so ein Dach mit so einem Schornstein und einmal ohne Schornstein. Okay. Ja, ist doch geil. Nice. Ist aber, hier kann man ja aber leicht runterfallen, ne, bei deinem Balkon. Ja, ich weiß. Ist aber das mal. Schade, dass man nicht so ein. Oh, Alter. Einfach. Na, ich würde einfach ein Fenster hinmachen. Oder warum wolltest du da unbedingt eine Tür hinmachen? Ne, das ist ein Balkon. Ja, kann man ja runterfallen. Ja. Besser aufpassen. Ja, ein Balkon hat ja kein Balkon. Balkon hat ja trotzdem irgendwelche Gitter oder so. Nicht einfach Türen, ey, wo man rausspringen kann. Ey. Balkon, ey. Ja, egal, komm, lass runter, ne? Für die Durchlüftung. Ja. Hat vielleicht jemand zwei Fasern? Nee, ich hab alles verbraucht. Hast du vielleicht zwei Fasern? Nee, Michi, wir gehen jetzt schon wieder runter und du hast keine Dings, Mann. Was hab ich nicht? Du hast keine Pflaster, Halbpflaster. Doch, hab ich. Also Halbpflaster nicht, aber ich hab zwei Verbände. Naja, Verbände, meine ich ja. Doch, habe ich zwei. Naja, gut, dann, wenn du wenigstens zwei hast, dann passt das ja. Aber ich will mir erstmal was zu essen machen. Ja, kannst du machen. Wofür habe ich denn. Ach so, ja, für das Marienkäfer-Reisekit haben wir vorhin die Pilze gebraucht, okay. Das heißt, die können wir jetzt wieder verbraten. Also, ich habe jetzt genug zum Essen für ein paar Monate. Hier, Ameisenspieß. So. Pilzsteak. Käferwurst. Perfekt. Käferwurst. Leberwurst. Genau. Holz. Das hier. Waldgenuss. Wildbeere brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Insektenfett brauche ich auch nicht. So, gut. Bin gleich ready. So. Wem muss der Arsch auf versohlt werden? Wer bezeichnet mein Haus als offenen Puff? Ich wollte dir nur zeigen, wie man hier schaltet, das hast du ja gestern gesagt. Ach, hier haben wir auch. Ach, die haben ja übelst viel Honig, okay. Hier haben wir. Ima, hast du noch Fasern? Nur ein. Naja, dann stell dir mit dem Honig und der Faser hier so ein Dings Halbpflaster her. Aber braucht man dafür nur ein Faser oder was? Ja, ein Faser und hier ein Dings. Nee, das musst du an der Werkbank machen hier. Ein Honigstück und eine Faser. Wo ist denn jetzt meine Faser? Das Waldgenuss, das Waldgenuss mit Honig, Wildbeeren und Nektar stellt übelst viel Leben her. Nahrung meine ich. Stellt 50 Nahrung her, wenn nicht mehr. Lohnt sich absolut, das zu farmen. Also anstatt halt Ameisenköpfe die ganze Zeit zu verbrennen oder anzubraten. Ja, aber so gut. Lecker, lecker. Oh. Ich bin bereit. Ja, ich auch. Ich bin bereit. Ja, ich auch. Let's go. Also wie gesagt, wir müssen rauskriegen, am besten als nächstes, wo wir Feuerstein herkriegen. Sonst halt Sachen abbauen, die wir brauchen.
Dann Rinde, wissen wir auch noch nicht, wo wir es herkriegen. Und Also ich würde eigentlich auch gern halt Fasern, also das Standardzeug auch nochmal farmen, weil wir haben eigentlich fast alles mehr davon. ja, ich sag ja nicht, wir sollen jetzt die ganze Zeit suchen, sondern einfach Standardzeug farmen. Natürlich, klar. Weil das wird sowieso die ganze Zeit gebraucht wegen Kack. Jo. Jetzt können wir ja theoretisch alles abbauen, weil wir haben ja jetzt das Beil. Alle dieses Primitive. Wir können ja theoretisch jetzt auch Richtung Quest angehen, also halt. Wir hätten ja eigentlich auch kurz warten können und dann pennen, weil es wird sofort wieder Nacht. Ja, ist doch nicht schlimm. Wir farmen hier unten einfach chillig und dann passt das. Aus dem verfeinerten Holz könnt ihr auch diese große Truhe herstellen. Also lasst mal mehr Gemeinschaftstruhen in die Mitte packen. Oh, die Mini-Bäumchen bringen richtig viel Holz und Ja, hier diese Malven. Wobei so Fasern bringen die gar nicht so viel ein, ne? Die Nee, meisten bringen nur so Holz. Mohn hat, glaube ich, mehr Fasern. Oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht mehr. Also Roggen. Roggen genau hat die Fasern, ja. Vergesst nicht Honig wegen den Heilpflastern. Kann ich denn aus diesen Blüten machen? Aus welchen Blüten? Von den Rosen Oh, oder ich von weiß es Blumen? nicht mehr. Ich habe da ein Rezept mal gefunden, was ich mir gebaut habe. Also gemacht habe. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Komm da gerade nicht drauf. Wollen wir zu den Marienkäfern und die Zehen? Da Ja, gleich. müssen wir nicht so viel laufen. Hier ist noch so ein Käfer mit Chitin. Ja, das würden wir uns holen jetzt. Greift er dich schon an, oder? Ne, der ist da unten. Naja, dann lass es doch. Er hat noch keine Ahnung über sein Schicksal. Michi will es ficken. Oder sogar noch ein zweiter. Dima, lass mal zu Michi, ne? Let's go. Bitte denn? Alter, der andere Punkt. Ah, Komm mal. Oh, Alter, Junge, kann das Scheißvieh mal aufhören auszubrechen? Oh, ne. Ging ja schnell. Wie viel Chitin haben wir bekommen? ich habe einen bekommen. Wie gesagt, für diese fucking Das war ein Bienenrüstung Fehler. brauchen wir halt diesen komischen Stoff. Und diesen Stoff können wir dann bestimmt bei der Gerberei herstellen. Und halt sehr viel Chitin brauchen wir. Das auch. Nochmal ein Chitin. Nice. Ja, das ist ja noch ein Baum. Jo. Ja, der gehört schon mir. Also. Ach, ist das der? Ja. Siehst du aber nicht. Ja, wir können theoretisch hier zu Skadi, wenn ihr wollt. Habt ihr die Quest nicht auch? Hier ist Skadi. Skadi ist links unten. Ah ja, da können wir mal hin. Da muss ich, kann, können wir auch an Kalle vorbei. Ja, genau. Kalef braucht mich hier sowieso, also. Okay. Muss. Beziehungsweise, nee, warte mal. Lass mal aber erstmal in den. Ah ja, genau. Wir gehen zu den Marienkäfern. Das ist bei. Also, wir laufen jetzt zur Herne. Weil südlich von Herne sind auf jeden Fall Marienkäfer. Bis dahin wird es, denke ich mal, auch Tag, dass wir die zähmen können. Und dann zähmen wir uns erstmal die Marienkäfer. Beziehungsweise, ah nee, stimmt, Dima, du hast ja gemeint, diese Pfeife, ne? Hast du die hergestellt? Ne, ich hatte nicht genug Fasern. Dann lasst mal erstmal nach. Okay.
Lasst mal nach oben und diese Pfeife herstellen, wir werden die auf jeden Fall brauchen. Wir können ja auch keine Pfeife herstellen auf dem Baum. Das haben wir doch auf dem Baum. Ne, warte, wo ist er denn? Der ist weg. Ja, der, natürlich ist er weg. Weil ich ja meinen Baum jetzt hierhin transportiert habe. Man kann ja nur einen haben, Dima. Ah, okay. Jeder von uns kann nur einen haben. Na dann, dann habe ich nichts gesagt. Links Ameise kommt. Dino-Ameise. Noch eine, noch eine. Nice. Noch eine. Und die nervig nachts. Dann lass. Obwohl, nee, wir machen das genauso, Dima. Genau. Michi nimmt sich einfach den Baum bei Herne. Und dann stellen wir da einfach eine Werkbank hin oben. Und das war's. Und dann können wir uns ja das herstellen. Let's go. Diese großen Pilze sind so geil, aber die kann man nicht abbauen. Schade. Hä, wo ist Michi schon wieder? Ach, da. Er geht zu Herne. Ja. Oh, da ist noch ein Dicker. Ja, let's go. Nochmal ein Chitin ist ja ganz schön geizig. Ah ne, hier. Achso, nee, passt. Ja, hier nach rechts. Ich brauch Harz. Ne? Cool. Harz brauchen wir auch nicht. Erstmal nicht. Ich brauch Harz für eine Fackel. So, ne, das ist was anderes, ja. Wenn du noch eine Fackel herstellen willst, dann ja. Mal Bescheid, wenn ihr Harz seht. Kommt ihr? Ich bin hinter euch. Nice, nice. Warte, laufe ich gerade richtig? Ja, ungefähr. Oh ja, Roggen, let's go. Wir sind ja viele, nicht viele Sorgen. So, ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Ich dachte, die waren nur drei. Nee. Geil. War's das? Ich glaube ja. Da ist irgendein Fettvieh. Lass es holen. Ah ja. Chitin. Chitin. Nice, zwei. Vorsicht, links sind übelst viele Wespen. Oder Bienen. Ja, das sind, glaube ich, Bienen. Lass mal an den vorbei. Hier irgendwie. Sollte das hinhauen. Kommt ihr? Ja. Hier ist noch ein Fettvieh bei mir. Her, ein kleiner Wichser. Nice. Haben wir? Ja. Kann ich mir auch eine Fackel herstellen? Ne, ich bräuchte. Ja, Michi, hast du ein bisschen Harz? Ich habe noch keins gefunden. Achso. Hier ist noch eins, noch ein Fettvieh von mir. Wie, kommst du zu uns oder nicht? Was machst du da schon wieder? Du bist doch zu mir. Hä, wieso das denn? Wissen wir nicht. Ich bin, glaube ich, näher an dem Ding dran als ihr. Ah ne, wir sind gleich. Also, weiß nicht, ob wir jetzt hier runter können oder müssen, aber... Ja, hier sind Ameisen. Oh, hast du noch eine Fackel, Dima? Nope. Ja, dann lass mal hoch zu Michi. Michi, bleib mal stehen. Mal lieber zusammenlaufen, ich sehe hier einen Scheiß. Können wir... Nein, können wir nicht. Nice, und ich bin runtergefallen. Ah, es wird aber wieder hell. Jo. Versorgen. Nice. Oh, hier ist ein schwarzer Marienkäfer. Ich glaube nicht, dass wir die zähmen können, wenn die böse sind. Ich hoffe, der wird bald wieder nett. Ja. Nö, der greift an. Ja, bis ich wieder... Nee, er greift mich wieder an.
Oh, Seitzling. Okay. Brauchst du Hilfe? Ach nee, für einen Seitzling braucht man Feuerstein, weil... Setzling. Seitzling, de facto. Setzling. Hä? Okay. Oh, Roggen, nice. Und auch Setzlinge. Hier, Malve. Ja, das könnte auch bauen. Kommt ihr zurück? Wo seid ihr denn? Wir sind doch Marienkäfer. Ah ja, stimmt. Das war doch unsere Mission hier. Machen. Ja. Wie kann ich jetzt boomsen? Weiß ich nicht, wie das genau funktioniert. Boomsen. Dieses Gitter hat eine besondere Leckerei zum Zähmen des Marienkäfers sowie Rücksäcke zum Befestigen an ihren Vorderflügeln. Damit der Marienkäfer noch mehr mitnehmen kann. Hä? Ich glaube, dafür muss ich sie erstmal bezirzen. Irgendwie. Ja, aber wie? Das ist wie ein Rucksack quasi extra. Ich kann das ja nicht in Dings packen. Ich kann das ja gar nicht in. Also, wenn ich das auf den Boden haue. Steht halt nicht da, wie das funktioniert. Also, Rechtsklick kann man ja auch nichts machen. Nee, Doppel-Linksklick funktioniert auch nicht. Du kannst das auch nicht ins Invent-Dings ziehen. Auf die Aktionsleiste. Will dich zähmen. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir auch diesen Pfeil dafür. Diesen Dings dafür hier. Wie heißt das? Diese Pfeife, was Dima vorhin gemeint hat. Egal, lass es mal zum Baum. Also zu richten. Und dann diese Pfeife bauen. Wollen wir den Dingens hier kaputt machen? Den, den was? Grasshopper? Ja, können wir machen. Aber aus, bei Grasshoppern droppt, soweit ich weiß, zurzeit also nichts für uns. Wir können die später zu Mounts machen, ja, aber sonst. Die Beinchen könnten wir doch gut gebrauchen, oder nicht? Für was? Weiß nicht, war da nicht irgendwas? Ja, irgendein Rezept war das, aber nichts, das, was wir jetzt dringend brauchen, glaube ich. Da war, achso, naja, da war ein Rezept zum Kochen. Aber das ist halt eine, ich glaube, das wird aus den Beinen von dem gemacht, eine Grasshopper-Leckerei. Das wird den halt als Mount. Michi, willst du hin? Wie, wieso? Nein, wir wollen den Baum hoch. Du sollst den übernehmen. Wie soll ich den übernehmen? Weil Dima schon einen hat und ich auch. Ist ja egal. Nein, ist es nicht. Was? Soll ich dir nochmal erklären? Jeder kann nur einen haben. Ja, das weiß ich schon. Ja, und ich brauche den Baum da oben. Weil da auch die ganzen Rohstoffe sind, die wir brauchen. Und da ist auch Drustana. Ich brauch den Baum hier unten nicht. Ja, wir müssen doch eh sowieso wieder da hinten hinlatschen. Eine Werkbank wollten wir machen. Wir wollten eine Werkbank machen, Michi, damit wir die Pfeife für den Marienkäfer herstellen. Einmal zuhören, meine Fresse, wenn man sie nicht 10-mal ja, wiederholen aber wir muss. Wir müssen doch eh wieder zurück. Da kannst du doch eh wieder hochlatschen. So haben wir wenigstens alles hier. Hä? Du meinst, ich soll den jetzt übernehmen und dann... Ja, ganz genau. Halt scheißegal, ehrlich gesagt, aber okay. Ja, deswegen, ja. Da muss man nicht einfach alles doppelt und dreifach bauen. Oder muss ich auch nicht hochklettern? Doch, musst du, wegen der Pfeife? Ne, ich kann ja später den Aufzug nehmen, wenn du übernommen hast. Junge, ganz ehrlich, geh einfach auf K, ey. Und ich werde alles für dich herstellen. Ich falle sowieso später nur wieder runter. Ja. Das ist das Beste für uns alle. Jetzt haben wir so lange ein paar Fasern. Oh, was wird wieder dunkel? Oh mein Gott, ich habe einer meiner ersten Grabsteine wieder gefunden. Ich glaub's nicht. Warte mal, was ist denn hier? Können wir auf den Boden hauen? Ohne Fackel. Heilige Scheiße, ich dachte nicht, dass ich mir wieder. Dima, nimm das mal, was auf dem Boden ist.
gespielt, ich bin schon vor. Hä? Hä? Wieso bin ich mal hier oben? Was passiert? Ich hab gerade den Baum auch von unten im Besitz nehmen. Ey, du bist so dumm, Michi, Alter. Ich hab grad Sachen eingesammelt, ey. Was denn? So dämlich, ey. Ganz ehrlich. Was hab ich gemacht? So doof, ey. Ohne Mist, Mann. Anstatt es einfach zu sagen und dann das zu machen, jetzt muss ich wieder runterrennen, du Affe. Ja, wusste ich doch nicht. Ich hab's gerade gesagt. Was denn? Dass ich gerade was mache, Alter. Ja und? Aber ich weiß ja nicht, dass wenn ich den in Anspruch nehme, dass du zu mir teleportiert wirst. Digga, wieso bin ich dann hochgelaufen? Hä? Ich wusste nicht, dass man den von unten in Anspruch nehmen kann. Man muss den doch immer von oben. Pack auf einfach, ganz ehrlich. Ja, woher soll ich das denn wissen? Das war nur Zufall, dass ich hier vorbeigelaufen bin. Yeah. Kann ich ja nicht wissen. Aber fürs nächste Mal wissen wir es. Wie war es, hat Alex geschrieben? Ja, der will nicht. Der will nicht? Hast du ihm das Spiel auch geschickt, oder was? Nee, wegen Sword. So. So, soll ich wieder freigeben? Warum hast du ihn überhaupt übernommen? Das macht überhaupt keinen Sinn, weil wir eh schon oben waren. Nee, ich wusste ja nicht, wo ihr seid. Ich war gerade zufällig beim Dingens. Okay, was brauchen wir? Was? Wir brauchen die Pfeife. Marienkäferpfeife oder wie auch immer die heißt. Mhm. Hä? Michi! Raff dich endlich! Junge. Ja, ich kann ja nicht hier auf alles achten. Ah, nee, hä? So, fuck, ich bin doof. Ich bin dann auf dem Boden. Nee, ich bin so hier. Ah, Tierpfeife, ne? Ja. Stellt mal bitte jetzt alle. Lasst mal ein paar Truhen in die Mitte hinballern. Die Truhen sind hier was? Warte mal, was war das nochmal? Die Truhen kosten 3 verfeinertes Holz und Knoblauchblatt. Knoblauchblatt habe ich schon da in der Gemeinschaftstruhe hingelegt. Da müsste genug da sein. Das ist ja witzig, wenn Gegenstände nur leicht kaputt sind, muss man für die nichts zahlen, wenn du die reparieren willst, ne? Mhm. Okay, das ist gut. Ich hatte mich auch schon vorhin gewundert, warum das irgendwie so weird ist. So, stellt verfeinertes Holz her. Ima, weißt du, wie das geht? Ich hab's mal. Nee. Hier, komm her, dann zeig ich's dir. Ja, zeig. Hier, du nimmst Saaten. Hier liegen, glaube ich, auch welche. Saaten. Wo ist denn hier Saaten? Ist hier doch. Oder ich habe welche im Inventar gehabt? Nee, hä? Wo ist denn Saaten? Wie sieht denn Saaten nochmal aus? Ich bin gar nicht. Chitin da rein, ne? Ja, Chitin kannst du da reinhauen. Auf jeden Fall. Michi, hast du Saaten? Ich hab welche. Warte, ich guck mal. Ich hab. So. Jo, 17 Stück. Ja, dann. Ich hab 20, ja. Dann stellt hier das Holz her. Und die Truhen halt. Du weißt, wie man die Truhe herstellt, Michi? Große, die Holztruhe? Na, ich nehme mal einen bei. Nee, weiß ich nicht, nee. Mit dem Dings, mit dem Bauhammer. Bauhammer rechtsklick und dann bei Interaktiv ganz rechts ist die Holztruhe. 3 verfeinertes Holz braucht ihr und Knoblauchblatt. Aber die große kann ich noch nicht bauen. Doch, kannst du. Wieso sollst du nicht bauen können? Ich kann nur die kleine bauen. Die einfache Truhe. Ja, hast. Hä? Ich
weiß nicht, wie ich die gekriegt habe. Ich habe irgendwelche Rezepte halt hergestellt. Ich gebe dir einfach die Sachen dazu. Ja, dann gib her. Und drop die Sachen halt. Kannst du die überhaupt bauen, die mal? Ich wette nicht. Weil das ist alles noch nicht. Weil ich das immer alles selber baue. Diese ganzen Sachen. Und guck mal bitte, ob ihr Knoblauchblatt habt. Knoblauchblatt, das ist hier schon wieder. So, was sollte ich nochmal herstellen, wolltest du? Guck mal, ich wette, das kannst du nicht. Nimm den Bauhammer in die Hand. Dann mach Rechtsklick und ganz rechts bei Interaktiv müsstest du neben einfacher Truhe Holztruhe haben. Nee, ich habe ja nur einfache Truhe. Dann hier, ja, mit den Saaten einfach, dann stelle ich die her. Saaten und, warte, was brauche ich noch? Ach scheiße, mein Inventar ist voll. Was habe ich, wie viel Platz ist da jetzt? 1, 2, 3... sagen wir 4 Kisten für den Anfang. 4 Kisten wären 4 Knoblauchblatt und 12 verfeinertes Holz. Okay. Egal, wir machen noch eins. So. Dann mache ich jetzt die Kisten. Ja, warum sehen die von... Die sahen doch... Ah ja, jetzt hier. So, eins... So, dann nehmt die Sachen, die hier in der Mitte liegen, und dann verteilt die mal. Und die Kisten. Hallo? Ja. Reden bei euch. Versucht gerade das Dach zu bauen. Naja. Hä? Das macht hier gar keinen Sinn. So, Beeren, was ist das? Das ist Holz, das werde ich gleich brauchen. Brauchen wir auch nicht. Hier drin Stein brauchen wir eigentlich auch nicht. So, Honig. Das Pilz, Giftpilz. Obwohl, Giftpilz werde ich gleich herstellen. Saaten werde ich auch erstmal behalten. Soll ich bei euch im Haus, also bei euch da im Haus auch Dings herstellen? Wollt ihr so eine große Kiste im Haus haben? Nee, bei euch nicht. Ja, von mir aus kannst du bei mir eine platzieren. Gut. Ich hab da keinen Platz, oder? Oh, ich habe keine Fasern mehr. Hauptsache, Michi, dass du ein normales Dach baust, damit hier kein Regen reinkommt, damit wir immer auch bei den Truhen einfach hier... Ja, dafür habe ich keine Fasern mehr. Du kannst bei mir eine platzieren, wenn du willst. Was, Holztruhe oder was? Ja. Ja, ich sag dir gleich, falls ich was brauchen werde. Fasern, 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 das ist verfeinertes Holz, das ist Stein. Stein nehmen wir lieber mit. So. So, Harz brauchen wir hier theoretisch auch nicht. Packen wir auch in die Mitte. Ameisenkopf.
Kiefer-Lymphe. Pack einen Stein hier hin. Dazu brauchen wir nicht Insektenfett, keine Ahnung. Kronkorken, keine Ahnung. Nektar haben wir auch. Ne, jetzt packen wir hier hin. Das heißt, das hier hin. So. Und da so ein komisches Dach. Hier hast du das? Ja, passt doch, oder? Nein. Wohl nicht ganz. Ja, bau das doch einfach vernünftig, so wie es quasi passt, weißt du? Dann kann ich wieder weiter das Dach bauen. 2, 3, so. Jetzt. Immer, wo willst du die Kiste hinhaben? Hier, wo Platz ist. Hä? Warte mal, was brauche ich? Achso, Knoblauchblatt, wo habe ich das hingetan? Ist das in der Mitte? Michi, ist dann Knoblauchblatt ganz links? Keine Ahnung. Ja, ich gucke. Ja. Guck mal bitte, ob du auch welche hast, die mal Knoblauchblatt. Wie gesagt, packt mal bitte alle Materialien, die außer, was weiß ich, Fasern und Holz oder so, alle in die Mitte. Weil das ist kacke, dass ich immer nachfragen muss. Und ihr halt in eurem scheiß Speicher da nachgucken müsst. Also ja, klar, sowas wie Ameisenkopf oder Steinpilze braucht ihr da nicht reinhauen, weil ihr könnt euch ja selber dann Sachen daraus kochen. Aber diese ganzen allgemeinen halt Blätter und keine Ahnung. Harz und was auch immer. Alles in die Mitte packen. So, jetzt habe ich... Und hier in die Kiste rechts neben der Werkbank am besten sowas nur wie Stein und sowas. Also was man wirklich auch an der Werkbank und an den Stein links hier Steinschneiderbrück brauchen kann. So, jetzt Kiste. Ja. So, ja. So, Dima, oder? In die Mitte, keine Ahnung. Ja, das passt. So, jetzt Nektar und den ganzen Scheiß brauche ich auch nicht. Oh, stopp. Doof, Nektar. Insektenfett, noch mehr Nektar. Mehr. So. Knoblauchblatt hier hin. Das dahin, das ist Holz. Das sieht aber auch irgendwie ganz richtig aus, Michi. Wie? So, sieht doch ganz nice aus. Ja, hier die ist doch Öffnung. Richtig. Welche Öffnung? Ja, hier diese hier. Achso, ja, weil ich das auch so lassen möchte, meinst du? Ach, du willst das so lassen, oder was? War sarkastisch gemeint, glaube ich, oder? Ja, keine Ahnung. Ja. Ja. Sieht das dazu nicht? Sieht doch gut aus. Oh, nice. Aber das ist manchmal funktioniert hier nicht überall. Ja, wirklich hier. Glaubst du, warum ich gestern so gestruggelt habe, Alter? Das ist funktioniert komplett scheiße. Ja. Ehrlich gesagt. So, musst du jetzt das Dach innen bauen, um dann das Ding außen zu bauen? Es ist super weird. Sich das baut, ehrlich so. So, verfeinertes Holz. Das sieht doch viel besser aus als dein komisches Scheiß-Sunddach da, was du wolltest.
passt wenigstens alles zueinander. Ja, hier gibt es wieder Probleme. Und dann einfach hier in die Mitte oder so ein Feuer hinhauen. Und am besten halt auch Wände machen, damit das... Nicht gut Materialien. Ja. Leck mich auch nicht. Okay. Hat jemand einen Faser? Ein was? Vater? Was? Faser. Eine Faser. Eine Faser, ja. Nee. Ja, ein Vater. Hat jemand hier einen Vater? Vielleicht. Nein. Schade. Bienenkopf, okay. Du hast eine Faser? Ja. Guck mal her. Johannes wäre gleich was herstellen. Das hier so. Ah ne, stimmt, das brauche ich ja jetzt gleich für meine Kiste. Danke. Wieso kann ich mich da jetzt? So, das ist alles Essen? Ja. So, her damit. Und jetzt mit der Fuß machen und Kiste herstellen. Hä? So. Ach, meine, das Holz brauche ich noch, okay. Fackeln. In der Mitte sind übelst viel Nektar. Hart. Ja, Saaten brauche ich ja noch. Saaten hatte ich hier hingepackt, oder? Hä, wo habe ich denn die hin? Zack. Habe ich die aus Versehen aus der Kiste genommen? Seht ihr irgendwo Saat? Ah ne, hier Saaten. Okay, ich hab's gefunden. Okay, aus den Beeren kann ich auch nichts machen, ne? Superwurst kann ich auch nichts herstellen. Essen habe ich eigentlich genug. Ja, das macht genau 50, Alter. Das ist richtig nice. Diese, Waldgenuss. Was ist das? Nektar brauche ich noch. Nektar war, glaube ich, hier, ne? Oder ich hab's wieder in die Mitte gepackt. Ja, ich hab's in die Mitte gepackt. Und Saatenöl können wir hier gebrauchen. Chitin. Blütenblatt, keine Ahnung. Das auch keine Ahnung. Stein. So, und das hier. Und verfeinertes Holz. Habe ich das nicht auch noch? Nee, habe ich nicht. Okay. Brauche ich erstmal Nektar. Nein, nicht Harz. Harz kann hier bleiben. So, Nektar und Honig. Hier Tierpfeife. Dann wird sag mal, sieht doch gut aus. Hier noch was zu schießen. Hä? Wieso ist meine Werkbank jetzt schon wieder kaputt gegangen? Hä? Warum ist das hier kaputt gegangen? Also nicht Werkbank, sondern Steinmetz. Ich raff das nicht. Das muss doch irgendwie... Ich verstehe es nicht. Hat einer von euch das vielleicht eine gebaut, wenn man nur eine haben kann? Ich hab kein Essen mehr. Was hast du nicht? Ich war am Verhungern, jetzt das gemerkt hast.
Das war nochmal Glück ist. Ich raff das nicht, warum die Dinge manchmal kaputt gehen. Pass auf, keine Bild. Ich sehe das nicht. Rauch, Kronkorken, Schraube. Okay. Schrauben habe ich, glaube ich, in der Mitte. Was noch? Schrauben und Stein. Verstehe das nicht. Das war ja gestern auch so, ne? Die Werkbank kaputt gegangen ist. Aber das ist ja nicht vor meinem Auge passiert. Ja, wo sind denn die ganzen Schrauben hin? Ach, da. Okay. Das nicht. Ach so! Digga, wir müssen diese Station reparieren immer. Was ist das denn für ein Müll? Ich glaube, du musst das unter einem Dach bauen, dann bleibt das heile. Was ist mit den Kisten? Ja, in der Mitte bauen. Geh schon. Ja. Alter, ich habe das vorher gar nicht. Ja, ja, tatsächlich. Weil, guck mal, eure Kisten, Dimas Kisten, die Kisten, die gehen ja auch kaputt. Hier die rechte Kiste, die ist die ganze Zeit kaputt gegangen. Aber Dimas Kisten, die haben alle volles Leben. Boah, mein Gott, endlich. Heilige Scheiße, ich dachte schon, das ist ein Bug. Ja, dann bauen wir das alles in die Mitte. Dann sind die Truhen vielleicht nicht so geil dort, oder? Obwohl, eigentlich egal. Dann baue ich hier. Ja, okay. Holy shit, Alter. Ich habe mich schon gewundert, was da scheiße. Aber ich glaube, wir müssen auch Wände hinbauen, ne? Das sieht zwar geil aus, wenn das so offen ist, aber wir müssen, glaube ich, Wände hinbauen. Nee, brauchen wir nicht. Doch, natürlich. Es geht ja um den Wind und den Regen. Beim Sturm kommt auch Regen rein. Die gehen ja wegen dem Regen kaputt anscheinend. Ja, weil über denen kein Dach ist. Ja, und durch Wind und Sturm kommt auch Regen zur Seite rein, bestimmt. Lass doch erstmal so ausprobieren. Ja, können wir machen. Aber ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Die Ästhetik darf nicht zerstört werden. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, gut. Hast ja recht. So, dann... Werkbank packen wir da auch natürlich hin. Jetzt brauchen wir für die Werkbank. Hier, Holzfasern, Harz, okay. Ja, das steht sogar auch in Klammern. Das steht nicht geschützt. So. Ja, ist jetzt geschützt? Warte, geh mal weg, Michi. Ich kann da nicht bauen wegen dir. Obwohl, nee, das ist kacke, ne? Weil die Kiste ist hier daneben, ne? Ja, mach einfach auf die andere Seite. Ja, ja. Hier so hier, würde ich sagen. Ja. Wo soll ich den Kessel hinmachen? Hier links, würde ich sagen. Ja. Oder einfach hier in die Mitte. Genau. Warte mal, kannst du einen Kessel herstellen, Michi? Nein. Wie nein? Nein. Ich kann 6 Standardsachen herstellen. Guck mal, Feuer, ja, Werkbank. Die ganze Zeit, guck mal, da wo ein Dings ist, da wo ein Stern ist, das ist das, was du noch nicht hergestellt hast. Ja, ich weiß. Ihr müsst das herstellen, sonst kriegt ihr nicht neue Rezepte. Okay. Macht das mal lieber. Ich habe keine Schaum und keinen Kronkorken und sonst was. Das habe ich alles. Achso, ich kann das hier abbauen. Ich bekomme noch die Materialien zurück, oder nicht? Ja, theoretisch. Aber wie willst du jetzt diese Maschine bauen? Oder kannst du die bauen? Kann sie bauen. So, jetzt habe ich neue Sachen freigeschaltet. Ja, siehst du? Dima macht das auch mal. Macht das Ding mal kaputt hier, den Steinschneider. Und dann bau den nochmal. Nimm die Sachen, die auf dem Boden liegen. Und hat jemand eine normale Kiste, die nicht besetzt ist? Dima hat normale Kisten. Hier ist nichts drin. Na, Dima. Achso. So, hast du ja auch ein neues Rezept bekommen? Nice. Jetzt mach ich mal den Kessel hier kaputt. Ah, jetzt kann ich auch Holz drüber bauen. Siehst du? Jetzt kann ich auch eine Decke bauen. Naja, geht doch. Neues Bett kann ich jetzt bauen. Was ist das? Apothekertisch. Ja. Gerberei. Na, ja, mit CD mal. Ja. Schatz.
Gut, Dekatisch haben wir auch noch nicht, ne? Nein, haben wir nicht. Brombeermarmelade. Ah ja. Gerberei auch nicht. Bett mit Dach. Ein Holztor könnte ich aber. Ja, seht ihr? Da ist noch nichts drin. Hier links. In der. Ja, was machst du denn? Ein Holztor. Ach so, du willst wieder zurückbauen. Ja. Wie sagt? Du musst nicht vorne. Knoblauch-Pudding kann. Vorne, die hat zwei. Die mal, du hast die falsch umgebaut, Michi, du auch. Sieht kacke aus. Ja. Ja. Michi, jetzt ist sie nicht auf der gleichen Höhe. Ja, du siehst ja diese Fuge hier. So, da ist was passiert. Ja, dadurch, dass es gelb ist, ist es ein bisschen schwierig, oder? So. Ja, nice. 2 cm nach links, Michi. 2 cm. So, jetzt müsstet ihr theoretisch alles haben, was ich hab, ne? Ja. Holztruhe, Bett mit Dach, einfaches Bett, Gerberei, also Gerberei und Apothekertisch. Das sind die zwei Dinger, die ich jetzt auch noch hab, ne? Wollen wir los? Das ist Kartell geworden. Ja, ja, können wir machen. Ja, und das Bett noch. Naja, genau. Nein, nein, aber das Bett. Also doch, du stellt das Bett mal lieber her. Knoblauchblatt habt ihr. Hier. Da gibt's, warte, wie viel? Nee, habe ich in das Knoblauch. So, hier. Ich habe die Kiste noch nicht umgebaut. Also einer von euch kann dieses Bett herstellen, wenn ihr wollt. Ihr kriegt ja ein neues Rezept. Wer will's haben? Ich. Ich hab noch kein Bett. Ja, doch, du hast. Würde ich ganz schön doof finden, Michi, ne? Wenn ich hab's gerade abgesessen. Wie machen wir das? 4 Holztruhen reichen erstmal. Michi, willst du eine Holztruhe haben? Nö. Deinem Haus? Nö. Okay, die mal. Er hat ja noch nicht mal ein fertiges Haus. Die mal hier, ich mach deine eine Holztruhe kaputt. Also die kleine und mach dir eine große. Guck mal, ob da nicht. Nein, da waren keine Sachen. So, hier, Dima, komm her. Ah, auf dem Boden. Knoblauchblatt. Und links, die linke Truhe da. Da sind Kronkorken und Schrauben drin. Oder Schrauben brauchst du, glaube ich, für das Bett nicht, ne? Ja. Ich brauche nur Fasern, Holz und Stein. Häuserstein. Dima, hier. Nimm auf den Boden. Oh, scheiße. Wo ist denn das Ding? Hä? Ach, da. Tierpfeife? Ah, hab ich schon. Ich hab schon eine. Ja, dann gib Michi die. Michi hat bestimmt noch nicht gebaut. Aber das hat nichts gebracht. Ich hab schon ausprobiert. Ja, ja, aber wir werden dich trotzdem später brauchen. Hier, Michi. Was soll ich damit? Tierpfeife. So. Damit kann ich die Viecher bezirzen. Nee, die haben es ausprobiert. Das funktioniert irgendwie anders. Wir wissen noch nicht, wie genau. Vielleicht kann man damit seine Viecher rufen, weißt du? Ja, ja, genau. Das ist fürs Rufen. Das ist, wenn man die schon gezähmt hat. Das steht ja da. Das perfekte Werkzeug, um deinen Begleiter sofort wieder an deine Seite zu rufen. Das heißt, das ist den Mount halt aufmounten, sozusagen.